Der Einstieg war vielversprechend. Der 37-jährige Schweizer Roger Federer begann das erste Halbfinale des Tages in London als Favorit, musste sich dann aber dem deutschen Alexander Zverev beugen, der in der vollbesetzten O2 Arena mit 7:5 und 7:6 gewann. Zverev erreicht damit als erster Deutscher das ATP-Finale seit Boris Becker 1996 gegen den US-Amerikaner Pete Sampras verlor. Der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic verwies den Südafrikaner Kevin Anderson am Samstag meisterlich mit 2x6:2 vom Platz. Das ist 6-2, 6-2.